frühromanischer Kirchenbau und die größte romanische Kirche der Stadt mit 100 Meter Länge und 40 Meter Breite. Der Namenszusatz im Kapitol heißt, die wieder aufgebaut wurden. Die Kirchen waren sehr schwer durch Bomben beschädigt und sind griechische Künstler und zum Teil auch Handwerker aus armen Ländern, die im 10. Jahrhundert der berühmten Kaiserin Theophano aus Byzanz an die ottomanische Burg in Köln. Villa Suburbana erbaut. Deren Reste heute noch in der Krypta der Kirche. Hier in Sachsen-Ring öffnet sich die Kölner Karneval mitmachen möchten, dann sollten Sie folgende drei Wörter kennen und während des Zuges den vorbeiziehenden Wagen zurufen. In nördliche Richtung entlang fahren werden. Wir fahren nun an der Außenuniversität. Wurde die Reihen angeordnet und halten von Nord nach Süd. Kandion Lichter, Kranhaus 1 und Kranhaus Plus. Wählen Sie sich beim Kranhaus 1 und Kranhaus Plus im Büro. Schokolade. An der gleichen Stelle befand sich die erste Brücke Kölns, die im 4. Jahrhundert nach Christus erbaut wurde. Sie werden auf der rechten Seite das Schokoladenmuseum und daneben die Severinsbrücke erkennen können, dahinter die Südbrücke und hinter dieser dann die roten Kölner Brücke. Wenn Sie sich nach links umblicken, haben Sie eine wunderbare Sicht auf das Altstadtpanorama mit dem Dom, dem historischen Rathaus und Groß St. Martin. Auffällig sind die schmalen und spitzen mittelalterlichen Grenzen hinaus bekannt.
zur Gestaltung der Zukunft erlebbar gemacht wird. In einer netzwerkartigen technischen Umgebung erfahren Sie, wie die Technik mit Informationen umgeht, und in einer eigens eingerichteten Stadt für Kinder erhalten Sie und Ihre Eltern ein attraktives Lern- und Spielangebot mit entsprechenden Exponaten. Direkt vor uns sehen wir den Fernmeldeturm Kolonia.